Topfgucker TV empfiehlt. Guten Tag und herzlich willkommen hier im Waldhotel Kreuztanne. Wir haben aktuell noch die Corona-Situation, aber trotzdem sind wir heute da. Mein Name ist Micha Hauptner, ich bin hier der stellvertretende Küchenchef. Und neben mir ist heute da unser Azubi im ersten Lehrjahr, der Herr Reichelt. Trotzdem wollen wir Ihnen einen kleinen kulinarischen Gruß zusenden nach Hause, damit Sie auch in den schwierigen Zeiten was Leckeres und Einfaches kochen können. Gebratenes Lachsfilet auf frischen deutschen Spargel, dazu Schlosskartoffeln. Und die Schlosskartoffeln würde Ihnen heute unser Azubi zeigen, wie die zugeschnitzt werden. Beginnen wollen wir mit der Schlosskartoffel. Das ist eine turnierte Kartoffelform. Turnieren ist nichts weiter als in Form bringen oder schnitzen, würden wir in Deutsch dazu sagen. Ja, und das würde ich jetzt gerne meinem Azubi einfach mal zeigen. Wir halbieren zunächst die Kartoffel und das machen wir nochmal. Da haben wir schon die Grundform. Dann fahren wir hier so ganz leicht rein, dass wir hier so ganz langsam unseren Mund rausschälen. Das ist unser Ziel. Nochmal ein bisschen in der Mitte rausnehmen. Dann haben wir hier ganz dekorativ und doch ganz einfach einen kleinen Mund. Und das bezeichnen wir als Schlosskartoffel. Am besten nimmt man dafür festkochende oder vorwiegend festkochende Kartoffeln, weil die sollen ja in der Form bleiben. Gekocht werden müssen sie ungefähr 10 Minuten. Je nachdem, wie groß man schneidet. Aber 10 Minuten sollte über den Daumen gut passen. Das hast du sehr schön gemacht. Vielen Dank. Die Form passt. Da können wir jetzt weitermachen. Im nächsten Schritt wollen wir uns mit dem Spargel befassen. Dazu haben wir hier den schönen Spargel noch ungeschält. Ich nehme dazu ein sogenanntes Spargelschälmesser. Ich habe das damit gelernt. Es geht auch mit einem normalen Sparschäler, aber damit würde ich den Spargel eher zerbrechen als ordentlich schälen. Man setzt den auf 2/3 an und zieht das dann einfach runter. Und dann noch ganz wichtig, hier unten das Ende wegschneiden. Dann haben wir unseren geschälten Spargel. Und das wird Ihnen jetzt auch unser Azubi nochmal präsentieren. Üblicherweise sind es so 50 Kilo Spargel, die wir in der Fahrt verarbeiten. Also wir kaufen die nicht geschält, wir machen das selber. Das hat auch einen guten Grund, weil, jetzt kommen wir gleich zum nächsten, die ganzen Schäler, die wir haben, die sind ja immer noch voller Geschmack. Und der Spargel ist auch voller Geschmack und wir wollen ja den ganzen Spargelgeschmack haben. Also kochen wir den Spargel und seine Schalen mit im Topf. Wir machen da rein Salz, Pfeffer, Zucker, Zitronensaft und lassen das dann kochen. Und wenn unser Spargel die Bissfestigkeit erreicht hat, nehmen wir den Spargel raus, lassen die Schäler noch ein Stückchen weiter kochen. So können wir nämlich aus den Spargelschälern noch eine wunderschöne Soße zaubern. Dazu machen wir erstmal ein Stück Butter. Das bringt uns ein bisschen Geschmack und dient uns auch als Basis für unsere Mehlschmitze. Das zerlassen wir jetzt. So, in die zerlassene Butter geben wir dann Mehl, rühren das glatt, damit sich keine Klumpen bilden. Jetzt ganz wichtig, das Runterziehen vom Herd. Einen kleinen Stück Räuschen. Das Glattrühren neben dem Herd. Dann geben wir kellenweise den Spargelfond dazu. So, gut. Dann rühren wir das wieder glatt. Und wenn das glatt gerührt ist, stellen wir das auf und lassen das aufkochen. Da haben wir jetzt schon den vollen Spargelgeschmack drin. Wenn die Soße dann kocht, machen wir noch einen ganz kleinen Schluck Schlagsahne dran. Einmal noch für ein bisschen mehr Geschmack und auch für eine schöne Farbe. Wie eingangs schon gesagt, haben wir auch ein bisschen Kräuter aus dem Kräutergarten geholt, die unser Azubi jetzt ein klein wenig hacken. Das ist Zitronenmelisse und Oregano. Zitronenmelisse eignet sich, da diese einen zitronigen Geschmack hat, wie der Name schon sagt. Und Zitrone und Fisch harmonieren allgemein zusammen. Das geben wir das jetzt noch in die Soße. Rühren das kurz unter. Aber wir lassen es nicht nochmal aufkochen, weil sonst würden die Kräuter am Ende grau werden und
So haben wir wenigstens noch einen kleinen Farbtupfer. So, im nächsten Schritt wollen wir uns um den Lachs kümmern. Und dazu wird uns Dominik jetzt erstmal ein neues Brett besorgen. So, mit dem neuen Brett wollen wir uns jetzt um unser Lachsfilet kümmern. Ich würde das würzen mit Salz, Pfeffer. Wir haben da immer einen fertigen Mix da. Schön beidseitig. Und als zweites haben wir hier noch Zitronenpfeffer. Also getrocknete Zitronenschale und gemahlener Pfeffer zusammen. Gibt es in dem einen oder anderen Laden auch als Fischgewürz. So, und wenn die Pfanne schön heiß ist, ich würde empfehlen, es zu Hause in Margarine zu machen. Wir haben dafür ein spezielles Bratenfett, das nicht so spritzt. So, wenn der Lachs dann eine schöne Farbe angenommen hat beim Braten und er sich hier nur noch ganz wenig eindrücken lässt, dann können wir ihn als fertig bezeichnen. So, jetzt wollen wir noch unsere gekochten Kartoffeln, also unsere gekochten Schlosskartoffeln vollenden. Dazu haben wir aus dem Kräutergarten noch etwas Schnittlauch geholt. Wir werden dazu ein bisschen Butter in der Pfanne zerlassen, den Schnittlauch kurz anschwenken, dann die Kartoffeln dazugeben und dann können wir die auch servieren. Schwenken. Und als finalen Schritt müssen wir jetzt nur noch anrichten. Dazu nehmen wir uns den Spargel. Legen den ungefähr so auf den Teller. So. Nehmen wir uns die Kartoffeln. Überziehen unseren Spargel leicht mit unserer Zitronenmelisse Oregano Spargelsauce. Dann geben wir noch unseren Lachs dazu. Und dann haben wir noch ein bisschen Löwenzahn von der Wiese. Den setzen wir hier noch als kleine Garnitur an. Ich hoffe, wir konnten Ihnen heute etwas zeigen, dass Sie zu Hause auch einfach und schnell nachkochen können. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie bald wieder hier begrüßen dürfen im Waldhotel Kreuztanne. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de